geführt. Der Armutsbericht auf der Straße. Ein Kommentar von Markus Preis vom Westdeutschen Rundfunk. Alles prima also in Deutschland. Die Politik kümmert sich, die Menschen sind zufrieden. Nie ging es uns besser. Sorry, ich erlebe unser Land irgendwie anders als der Wirtschaftsminister. Zynisch gesagt, ich erlebe ein Land, in dem mittlerweile das Dosenpfand wichtig ist zur Armutsbekämpfung. 25 Cent gibt's pro Flasche. Mich schockiert es, wenn ich ältere Menschen oder gar junge Mütter dafür verschämt Abfalleimer durchstöbern sehe. Vor allem, weil es immer häufiger Menschen sind, die, treten sie ein paar Meter weg vom Mülleimer, gar nicht auffallen. Weil ihre Schuhe keine Löcher und ihre Jacken keine Flecken haben, sie selbst aber offenbar so wenig zum Leben, dass sie 25 Cent abwägen müssen gegen ihre eigene Würde. Das ist beschämend für das im Ausland so bewunderte Germany. Die Armut kommt zunehmend an, mitten in der Gesellschaft. Diese Wahrheit kann mir auch die FDP nicht verstellen. Dass Herr Rösler es versucht, irgendwie auch eine Art Armutsbericht. Doch was folgt aus all dem? Höhere Hartz-IV-Sätze, mehr Geld ausgeben? Nein. Die Lösung liegt für mich auf dem Arbeitsmarkt. Die Politik hat den Unternehmen in den letzten Jahren Mittel in die Hand gegeben, die Armut quasi produzieren. Leiharbeiter, Minijobber, Hartz-IV-Aufstocker. Klar, das sind Jobs, aber solche, die schon heute oft nur mit Ach und Krach zum Leben reichen und die die Armut von morgen systematisch in Kauf nehmen. Die Unternehmen haben diese Modelle missbraucht, zum Schaden von Arbeitnehmern, von Renten und Sozialkassen. Das deutsche Wirtschaftswunder, von dem Herr Rösler spricht, ist auch damit erkauft. Die Politik ist gefragt, das wieder gerade zu rücken. Die Unternehmen werden darüber stöhnen. Doch Ökonomen wissen, Ländern, in denen die Schere der Einkommen nicht zu weit aufgeht, geht's meist ganz gut. Dänemark etwa, Österreich oder Schweden. Deutschland sollte sich anstrengen, in dieser Liga zu bleiben. Ob genug dafür getan wird, können Sie leicht erkennen. Nicht am Armutsbericht, aber am Mülleimer in Ihrer Straße. Markus Preis kommentiert.